Rückrunde steht vor der Tür. IB ist auf dem 5. Platz. Was kann IB in der Rückrunde noch erreichen? Können sie Aufholjagd starten? 8 Punkte Rückstand auf den 4. Platz. Durchaus möglich, dass man das noch einholt. Auf den 3. und 2. Platz 9 Punkte Rückstand. Aber ich denke, so 2. 3. Platz ist durchaus möglich, dass sie das noch schaffen können. Ich hoffe es. Jetzt haben sie 2 Transfers gemacht, wo vielleicht IB zugute kommen kann. Ich bin froh, dass der Pochettino nicht mehr da ist, weil er war kein Teamplayer und ich wünsche mir jetzt, dass ihr eine gute Rückrunde spielen kannst. Ja, ich bin ein paar Menschen geschaut und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass die Leidenschaft ein bisschen gefehlt hat. Und wenn sie so etwas wie ein Feuer entfachen können, wirklich noch mit mehr Leidenschaft, mit mehr Herzblut zur Sache gehen, dann bin ich überzeugt, dass es gut kommt. Ich denke, das war sicher auch ein bisschen von meiner Sicht aus ein bisschen der Punkt gewesen. IB hat in der Winterpause 2 neue Stürmer gekauft und einen wichtigen Spieler abgegeben mit Ralf Bobadilla. Was haltest du von diesen Transfers? Ich denke, sie sind sicher qualitativ breiter geworden in der Offensive. Der Knoten könnte vielleicht beim einen oder anderen lösen, wenn der Bobadilla nicht mehr da ist. Und ich denke, es waren sicher sehr gute Transfers gewesen. Ich kenne sie nicht, aber ich bin dankbar, dass sie wieder einen Schweden nimmt. Und dann, dass sie wahrscheinlich einen jungen Afrikaner so in Boot genommen hat. Und es kann nur gut kommen. Also zum ersten Spieler habe ich nur mal mitbekommen, dass er ein Skandal verwickelt war. Also sportlich kann ich da nichts sagen. Beim Anfang hoffe ich halt einfach, dass es gut kommt mit der Komplikation, die es jetzt gegeben hat. Aber ich denke, dass wenn sie beide spielen werden, dass sie sicher der Mannschaft noch einen Stopp werden können geben, dass noch einen Ruck durch die Mannschaft geht und das sicher noch einen Aufholjagd möglich ist. Samstag das erste Spiel gegen Luzern. Was hast du für einen Resultattipp? Ich denke, das Heimspiel IB wird 3-1 gewinnen. Okay, es ist ein schwieriger Boden, es ist tief, aber wenn du vorwärts kommen willst, musst du Luzern zu Hause schlagen. Tipp 2-1 für IB. 2-3-1 für IB. Und auf welchem Rang landet IB am Schluss von dieser Saison konkret? Die werden auf dem 3. Platz sein. Ja, es kommt auf den Start an. Also wenn sie einen guten Start hat, dann können sie eine Aufholjagd machen. Aber nicht schlechter als in der Vorrunde können sie sein. Platz hoffe ich, dass es sicher der 3. oder 4. wird. Minimum.